Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht aus dem Stuhl fliegen, wenn wieder einer anfängt zu reden. Ah, können wir hier auch einfach so durch, ohne uns an das Tutorial zu halten? Schade, unsichtbare Mauer. Ah, geht nicht, okay. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Dieses Spiel ist so linear. Ah. Okay. Oh, noch eins Rad. Na? Ich habe ein Geräusch gehört. Oh. Ist das der Professor schon? Haben wir so lange gebraucht? Da hinten ist irgendein Gebäude. Und das hier sind doch bestimmt alte Ruinen von einer vergangenen Zivilisation, die die Menschen hier ausgelöscht haben. Oder so. Bestimmt. Pfad zum Schiff. Duck dich, um zu schleichen und nicht entdeckt zu werden. Ja, okay. Warum? Schläft er? Oh, der hat bestimmt was zu essen. Schläft er vielleicht? Ohne Beine? Hat er seine Beine zum Schlafen abgenommen? Plündererschläger? Injektor zum Anregen der Zellheilung. Adrenoheilung? Heilt binnen 2 Sekunden 25% Leben, hält 2 Sekunden. Okay, also es heilt 25% Leben. Nehmen? Ich glaube nicht, dass er noch irgendwas entdeckt, ehrlich gesagt. Benutze beim Schleichen hohes Gras, Felsen oder andere Deckung, um dich vor Gegnern zu verstecken. Du kannst dich so an Feinden vorbeischleichen oder aus besserer Position heraus den Kampf eröffnen. Oder wäre ich nie drauf gekommen? Ich glaube nicht, dass der noch was entdeckt. Aber sein Blut hat eine interessante Farbe. Ah, warte, hier ist hohes Gras. Oh, sneaky. Ich hatte was gepiekst. Oh. Scheuermörder. Ach, hier leben die also. Die Aufmerksamkeitsbalken über den Köpfen der Feinde zeigen an, ob sie unwissend, misstrauisch, aufgeschreckt oder alarmiert sind. Was ist denn der Unterschied zwischen aufgeschreckt und alarmiert? Hier ist Wasser. Macht das Platsch, wenn ich reingehe? Bist du misstrauisch? Hallo? Ah, so sieht das dann aus. Okay. Der eine guckt schon so. Oh. Ja, ist gut. Ich bin weg. Ich bin auch schon weg. Ich bin auch schon wieder im hohen Gras, glaube ich. Ja, siehste, alles gut. Reg dich nicht auf. Das ist nicht gut für deine Gesundheit. Und vor allem für meine nicht. Hier ist eine Höhle, hier ist eine Lampe. Warum kann ich die Lampe nicht mitnehmen? Wer würde denn die Lampe liegen lassen? Ah. Warum muss ich überhaupt hier durch? Okay, ich glaube, hier ist niemand mehr.
Das ist bestimmt die Höhle von den Dingern da draußen, von den Mörtern. Ah, wieder ein Spratt, dann bin ich hier in Sicherheit. Die scheinen freundlich zu sein. Was war das jetzt? Halluzination? Ah, ich kann noch so zur Seite sliden, anscheinend. Nee, nur rückwärts. Nee, zur Seite geht auch, okay. Fahrt zum Schiff. Au. Dein Leben ist sehr niedrig. Ja, danke. Verwende den medizinischen Notfall. Was? Hallo, Tutorial. Ich kann nicht so schnell lesen, während ich mich umgucke. Verwende den medizinischen Notfall. Mit F. Ah. Haust du dir mal in die Fresse rein, so eine Spritze? Daher kommen die Narben, die man sich einstellen kann. Das schlaucht anscheinend. Weil hier, ne? Schlauch. Wache Pelham. Na? Schleiche hier mal nicht durchs Licht. Bestimmt total unauffällig, was ich hier mache. Das sieht mich die ganze Zeit. Ich bin gar nicht da. Ich versteck mich doch. Ach ja, das anscheinend verbarrikadiert hier. Ich muss hier durch. Nein, ich muss mit ihm reden, okay. Oh, ich bin auch nicht gut mit Menschen. Ich will nicht mit ihm reden. Oh, nein. Was? Wer bist du? Was ist passiert? Wir waren auf Patrouille. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired, right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Ja, du wolltest. Ja, du hast dich selber angeschossen, während du versuchst. Ja, okay. Du bist ein Profi, oder? Was hast du hier draußen getrieben? Du versteckst dich in eine Höhle und hast den Ausgang blockiert. Du bist so gut wie tot. Ich sag ja, wir können nicht gut mit Leuten. Sag ich ja. Aber das sage ich jetzt nicht. Erstmal Informationen sammeln. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hull had grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Ja, und wenn einer überlebt, dann sind deine Fässer weg. Du bist ein Idiot, gib mir die Waffe, bevor du noch drauf gehst. Ja, du bist ein Idiot. Weiß ich nicht. Wartet er hier auf Hilfe oder was denkt er, was er hier macht eigentlich?
ich mir mal mithelfen? Ich weiß ja nicht, wer der ist. Jemand hat illegal sein Schiff gelandet. Ich werde es für dich zur Strecke bringen. Ne, wir machen mal überzeugend. Da sind wir relativ gut drin. Bist du ja intelligent. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. Er macht Werbung für seine Waffe oder wie? Die er mir gerade geschenkt hat? Weißt du was über die Hope? The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Anti-Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Wo bin ich denn überhaupt? You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Okay. Der ist eine wandelnde Werbereklame. Hab ich das Gefühl. Oh, ich habe eine Waffe. Angreifen. Nein. Aber das hier nehme ich mal mit. Danke. Hat er das alles dabei gehabt? Sag mal. Hat er allein jetzt hier dieses Zelt mitgeschleppt? Ich nehme ihm mal alles weg. Ich hätte ihm ja helfen können, ne? Ihn heilen. Aber jetzt anscheinend nicht mehr. Oder kann ich nochmal mit ihm reden? Doch. It's not the best choice, it's Spacer's choice. Ah, ist nicht die beste Wahl des Spaces. Ja. Das ist keine so gute Werbung, muss ich dir sagen, leider. Okay, Achtung. Ja, es sitzt schon weit genug weg, oder? Cool, er hat die Verbindung verloren. Wir sind frei. Juhu. Auf einem fremden Planeten. Das haben wir uns immer gewünscht. Glaube ich. Oh, Nachwirkungen. Kyroschlafkomplikationen erkannt. Taktische Zeit. Dilatation. Aufgrund von Komplikationen nach einer über die empfohlene Dauer hinausgehende Kyrostase verarbeitet dein Gehirn Zeit anders als andere. Mit der Taste taktische Zeitdilatation CZD verlangsamt sich die Welt, so kannst du nachdenken, aber auch handeln. Deine Zeit in diesem Modus ist begrenzt. Stillzustehen lehrt die TCD-Anzeige sehr langsam, während Bewegungen und Angriffe sie schneller verbrauchen. Die TCD-Anzeige füllt sich mit der Zeit wieder auf. Okay, Q. Ah, okay. Wow, das. Ich verstehe, hier oben links. Alles klar. Zu Ha Knurren, okay. Ich vermute mal, das ist ein Feind. Plünderer Vandale klingt jetzt nicht so wie ein Freund. Und sie sind rot schon auf der Minimap.
Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ich habe da hinten eine komische Wache gesehen. Können Sie mir vielleicht helfen? Hallo? Au. Hilfe! Ich wollte doch nur mit Ihnen reden. Das war sowas von unnötig jetzt. Ein Bergbauhelm. Huch, was jetzt? Hacken und Schlossknacken. Deine Fähigkeiten im Hacken und Schlossknacken helfen dir, an Orte zu gelangen, an denen du nicht sein solltest. Das ist schön. Mit MacDietrichen kannst du Schlösser öffnen und Überbrückungskontakte können dir die Herrschaft über verschlüsselte Computersysteme einbringen. Dafür habe ich ja Intelligenz geskillt. Wenn deine Fähigkeiten gut genug sind, die Sicherheitsmaßnahmen zu überlisten, erfährst du, wie viele MacDietriche oder Kontakte es braucht und wie lange es dauern wird. Je höher deine Fähigkeit, desto weniger Gegenstände werden verbraucht und desto schneller bist du im Ziel. Okay. Okay, wir brauchen noch mehr von diesen MacDietrichen. Und ein Pseudo-Apfel brauchen wir unbedingt. Und ein Bananenbüschel? Genmanipulierte Bananen. Hacken 4 Sekunden. Nehmen wir mal alles mit hier. Ah, da haben wir noch einen Dietrich. Ah, noch mehr. Ah, ist so traurig, dass die Leute gleich zu den Waffen greifen hier. Die kennen mich doch gar nicht. Warum greifen die mich gleich an? So, hacken wir mal. Teleskopstab. Eine Nahkampfwaffe offenbar. 73 Schaden pro Sekunde. Oh, nimm mal mit. Du hast eine neue Waffe gefunden. Waffenwechseltaste ermöglicht dir, zwischen im Inventar ausgerüsteten Waffen hin und her zu wechseln. Okay, Waffenwechseltaste. War Pfeil nach unten. Ah, nee, oder? Maus war? Nee. Wie mache ich denn das Inventar? Waffenverwaltung, aha. Du kannst bis zu 4 Waffen gleichzeitig ausgerüstet haben, indem du sie auf die Plätze oben im Bildschirm ziehst. Auf dieser Seite kannst du außerdem deine Waffen inspizieren, vergleichen, als Schrott markieren oder sie in Teile zerlegen. Spieler mit der Technikfähigkeit können hier auch Waffen reparieren. Kümmerst du dich um deine T- und L-Waffen, dann kümmern sie sich um deine Feinde. So. Oh. Ja, Rüstungswahl. Okay, ich glaube, ich habe es begriffen. Nice. Kann ich schon reparieren? Rüstungsteile benötigt 7. Deine Rüstungsteile 0. Ah, okay. Ja, okay. Bossgegenstände. Tartarussoße. Adreno. Okay. Medizin, Medizin. Bananenbüschel. Kohlenhydrate. Plus 200% natürliche Lebensregeneration. Aha. Die bringen alles das Gleiche. Fleisch. Grundleben plus 25%. Hält 2 Minuten lang. Oh, das. Alkohol, Persönlichkeitsattribute plus 1, Charisma minus 1. Hä? Allgemein, okay. Okay.
Er hat auch noch mal so einen Helm. Den können wir jetzt zerlegen, oder? Ja. Inspizieren. Aha. So ein richtiger Helm ist das ja nicht. Ist eher eine Maske. Zerlegen, aha. Ja, so. Oder steht noch einer? Guten Tag, Sie werden nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Da waren Leute mit. Ah! Okay. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, die gehören irgendwie zusammen. Wie benutze ich denn jetzt die Bananen? Oh, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich da so ein Medikit verbraucht. Ein Wächtersäbel. Ah, war der besser? Das können wir nochmal zerlegen hier. 73. 73. Spezialeffekt zu Boden werfen. Spezialeffekt Bluten. Und der ist Einhand und der ist Zweihand. Wir brauchen eigentlich Langwaffen. Ist das reparieren? Oh nein. Ah, Waffenteile, Rüstungsteile, okay. Es gibt drei Munitionsarten, so wie es aussieht. Wie benutze ich das hier? Mit F, aha. Aha. Aber im Inventar wird es ja nicht benutzt. Kann ich das? Nee. Verbrauchsgegenstand Platz. War das hier schon rot oder hat einer hingekleckert? Und wo ist der dritte? Hier waren noch drei. Das war hier schon rot. Oder ist das. Geht die Sonne etwa unter? Oh, das sieht echt schick aus hier. Wo habe ich den denn jetzt liegen lassen? Das waren noch drei. Ja? Ja? Und? Ach so, am Baum oben noch. Ja, ich habe aber alle. Okay. Ich kann nicht mitgekriegt. Siehst du mal, ich loote so schnell, dass ich selber nicht mitkriege. Hui. Fallschaden scheint sehr schnell zu passieren. Aber es liegt vielleicht auch am Alter. Oh, diesmal mache ich das Spiel aber nicht mit. Diesmal schieße ich zuerst. Nein. Ah. Das wär's jetzt. Hier gibt's überall Plünderer. Bum, 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 bum. Wobei. Nein. Kann ich die Waffe irgendwie wegstecken? Blocken. Angreifen. Okay. Das gibt keine Ausdauer, oder?
Wieso? Ich hab keine Probleme hier gehabt. Oh, da ist schon wieder ein Plünderer. Hallo? Na? Guten Tag, Leutnant Mercer. Ich kenne Ihren Namen schon. Ich kann hell sehen. Und Private Kimball. Ach, ist kein Roboter. Er hat nur so einen Helm auf. Hallo. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Call on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Kann es vielleicht sein, dass die Plünderer die sind, die hier gelandet sind? Das ist doch nur ein Landeverstoß, vergiss es einfach. So viel weiß ich schon. Ich habe einen deiner Kollegen in einer Höhle gefunden. Ich hatte bereits mit einigen davon zu tun. Ich bin nicht beeindruckt. Bin ich auch nicht. Die sind sehr unhöflich. Really? How is he? Er blutet und halluziniert, aber er lebt noch. Er ist immer noch ein Depp. Ich hoffe, du hast mehr Verstand. No, das klingt doch sympathisch. Of course I am. I'm a superior officer. Stands to reason, don't it? Natürlich bin ich klüger, oder? These marauders off with a swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Warum sind das alle wandelnde Reklametafeln hier? Die machen alle Werbung. Feigling, ich mach's selbst. Keine Sorge, bleib du nur hier, ich kümmere mich drum. Ich fürchte, da muss ich dir in der nächsten Kundenzufriedenheitsumfrage 0 Punkte geben. Ich wette, diese Plünderer können dir verraten, wem dieses Schiff gehört. Freut sich das Wachpersonal von Spacer's Choice etwa vor einer Herausforderung? Ich fürchte, da muss ich dir wohl 0 Punkte geben. Seriously? But those marauders will. Es hat funktioniert. You know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. And it's gonna be fucking laminated. Was? Wegen der Bewertung? Sind die alle hier? Wegen der blöden Bewertung? Greifst du jetzt hier? Ja, naja, die machen das schon. Oder machen sie es doch nicht? Oh. Aber dann. Eine Taktik wäre gut gewesen. Ich meine ja nur. Hallo, ich gehöre nicht zu denen. Ich weiß auch nicht, was da gerade los war. Oh, okay, alles klar. Ich probier mal die Waffe. Oh, oh! Oh, das wollte ich nicht. Ich hab den nur angestupst, dann ist er auseinandergefallen. Der war schon kaputt. Ach, shit. Okay. Wow, krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wo sind denn eigentlich die anderen jetzt? Das ist ein Hündchen. Das er. Da liegen noch so ein paar Teile von ihm. Hä, wo ist denn der Leutnant jetzt? Der muss doch auch hier sein. Hallo? Ist der despawned oder was ist da los?
Die warten doch alle hier auf einem Haufen. Warte mal. Wir haben uns hier versteckt. Ne, wir haben uns nicht hier versteckt. Wir haben uns hier. Ne, wo haben wir uns versteckt? War das noch weiter oben? Hier haben wir uns versteckt. Und dann sind die losgerannt. Und hier runter. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Und dann waren die hier irgendwo. Und dann ist einer hier um die Ecke gegangen. Oh, da. Der andere hier. Boah, im Gras sieht man die echt fast nicht. Die sieht man gar nicht. Kann man Leute ziehen eigentlich? Ich probiere das nicht an dem aus. Okay, das geht nicht. War nur zu wissenschaftlichen Forschungszwecken. So, eine Waffe. 110. 110. Zustand 100%, Zustand 90%. Ja, so. Zustand 100%, Zustand. So, dann zerlege ich die mal. Waffenteile. Waffenteile, sehr schön. Rüstung 9, Rüstung 3. Ah. Oh. Ob das gut ist, wenn ich mit so einer Wachrüstung rumlaufe? Chironik-Anzug. Spacer's Choice. Standard-Soldaten-Körperpanzer. Arm mit Ballistis. Ballistics. Aramid Ballistics. Die machen die ganze Zeit Werbung für Spacer's Choice, sind dann aber mit solchen Rüstungen unterwegs. Fähigkeitsbonus plus 7 in Hacken. Oh. Gut. Wollen wir vielleicht gleich gebrauchen. Ein wilder Möter. Einfach den ersten Buchstaben austauschen. Das ist ein bisschen faul, finde ich, bei der Namensgebung. Möter, Möter. Was war das hier? Hat was geblinkt? Hm, da hinten sind irgendwelche Teile vom Schiff, glaube ich. Oder? Wobei hier fehlt eigentlich nichts. Das ist das Schiff vom Professor, oder? Muss ja eigentlich sein. Sagen wir ihm mal Hallo. Hurra, Stufenaufstieg. Du wurdest befördert. Glückwunsch, du hast genug Erfahrung gesammelt, um eine Stufe aufzusteigen. Öffne dein Charakterregister, um deinen Charakter zu verbessern. Stufenaufstiege erhöhen deine Lebenspunkte, zudem kannst du Punkte auf deine Fertigkeiten verteilen und jede zweite Stufe einen neuen Vorteil wählen. Oh, mein Hals. Ich nehme mal so ein Halsbonbon. Weiter so, du schaffst es im Nu ins obere Management. Schön. Oh ne, die sieht ja aus wie wir. Die Anticlebos Management Training. Fähigkeitsverbesserung. Jedes Mal, wenn du eine Stufe aufstiegst, erhältst du Fähigkeitspunkte, mit denen du deine Fähigkeiten verbessern kannst. Das Tutorial ist echt gut gemacht. Es erklärt alles. Punkte in Kernfähigkeiten, Nahkampf verbessern alle. Was? Punkte in Kernfähigkeiten, Nahkampf verbessern alle damit verbundenen spezialisierten Fähigkeiten bis zu einem Maximum von 50. Nach 50 kannst du die Punkte direkt in spezialisierte Fähigkeiten bis 100 investieren. Jede Fähigkeit? Das wäre jetzt eine dumme Idee mit dem Bonbon. Jede Fähigkeit verbessert sich mit mehr Punkten, aber alle 20 Punkte erhältst du besondere Freischaltboni.
Worum genau es sich dabei handelt, steht in der Fähigkeitsbeschreibung. Steht in den Fähigkeitsbeschreibungen. Rüstungen, Verbrauchsgegenstände und Statuseffekte können zeitweise deine Fähigkeiten erhöhen oder senken. Das hilft bei Fähigkeitsproben und den passiven Boni der Fähigkeiten, ändert aber nichts an den Freischaltungen. Okay. Charakterfähigkeiten, Vorteile, Tag. 10 Punkte haben wir. Vorteil, bla bla. Willkommen bei der Vorteilsauswahl. Auf diesem Bildschirm kannst du auswählen, welche Vorteile von deinen Vorteilspunkten, welche Vorteile du von deinen Vorteilspunkten kaufst. Das mit dem Bonbon war echt eine dumme Idee gerade. Alle 2 Stufen erhältst du einen Vorteilspunkt. Du kannst auch im Spielverlauf Vorteilspunkte erhalten, indem du zum Beispiel Schwächen akzeptierst. Mit je 5 neuen Vorteilen wird ein neuer Vorteilsgrad für dich freigeschaltet. Okay. Hier kann man Leben erhöhen. Taktische Zeitdilation Maximum. Ah, nice. Plus 50 EP von Begleitertötungen. Mehr Tragekapazität, das wäre auch nicht schlecht. Munitionsvorräte bei Händlern. Zusätzliche Verbrauchsgegenstände. Sprintgeschwindigkeit ist nicht schlecht. Gehgeschwindigkeit ist nicht schlecht. Jahrelanger Adrena-Time-Gebrauch hat dich auch flink gemacht. Einsamer Wolf. Mehr Schaden, wenn man alleine ist. Zeit in taktischer Zeitdilation. Dilatation dauert länger an, ist ganz bestimmt ganz normal. Ich gehe mal auf. Was war das? Ich habe ja mehrere Punkte. Boah. Ach so, es gibt aber immer nur einen. Aha. Tarnung. Und Fernkampf. Und ein bisschen Tech. Und Tano. Und noch mehr Fernkampf. So. Ja, annehmen bitte. Passt. Und dann muss ich gleich kurz weg, aber wir entscheiden uns hier noch schnell. 50% Aufladerate ist nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, wie oft wir das benutzen. Ah, bestimmt schon. Oh, schaltet die Fähigkeit Schnellreise trotz Überladung frei. Du bist effizient, was das Mitnehmen von Dingen angeht. Vielleicht hättest du Lastenträger werden sollen.
Was heißt es denn, wenn man überladen ist? Heißt das, man kann sich gar nicht mehr bewegen oder heißt das, man kann sich nur langsamer bewegen? Mehr EP wäre nicht schlecht, aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob wir schon Begleiter bekommen. Das finde ich gut. Ich skill mal ein bisschen diese taktische Dingsbums hier. Mehr Maximum oder mehr? Wobei das hier halt super praktisch ist, glaube ich. Aber ich will gar nicht so viel mitnehmen, ehrlich gesagt. Ah. Ich mach mal das. Langsame Welt, das passt doch zu mir. Oh, okay. Man muss hier mehrere reinskillen, bis wir hier dann. Fünf müssen wir das skillen. Oh, okay. Dann haben wir noch. Können wir uns ja da noch austoben. Hä? Ich hab die doch. Ach so, warte. Was habe ich gemacht? Das hier. Muss ich erst bestätigen. Ja, bitte. Das habe ich wieder versaut hier. Keine Ahnung, wie viel ich da wo rein habe. So. Wird schon passen. Okay. Du hast Trefferzoneneffekte für die taktische Zeitdilatation. Ob ich das bis zum Ende richtig aussprechen kann? Freigeschaltet. Treffer an verschiedenen Körperzonen in der TZD verstümmeln oder verkrüppeln die Körperteile. Probiere unterschiedliche Zonen, um die verschiedenen Effekte zu erfahren. Halt mal still, ich muss mal ein bisschen in deine Beine und Arme schießen, um zu gucken, was dann passiert. Brusttreffer verursachen je nach Waffe unterschiedliche Effekte. Tagebuch. Fremd in einem fremden Land. Der Schmuggler hat den Treffpunkt wohl ein wenig zu wörtlich genommen. Das heißt wohl, dass das Schiff jetzt dir gehört, sofern du es finden kannst. Das ist das Schiff des Schmugglers. Pinas? Entschuldigung. Pinas benötigt deine Hilfe, um Halcyon, Entschuldigung, Halcyon, wieder auf geregelte Bahnen zu lenken. Oh, dieser Bomber. Aber du musst dich zuerst um den Transport kümmern. Ja, ich weiß nicht, ob der dies wirklich in geregelte Bahnen lenken will. Mal sehen. Oh. Ja. Ah, okay. Karte gibt's auch. Oh. Hui. Sieht gar nicht so groß aus. Aktuell. So, ich glaube. Ja, passt. Ich speichere mal. Ah, er speichert die gerade. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal eben kurz weg. Bis gleich.